So, ich stopp hier gleich die Blase. Die finde ich eigentlich immer am schönsten. Man kommt sehr hoch, das heißt, man kann viel erforschen. Die Ringe fliegen einem zu, was super ist. Und bis auf wenige Ausnahmen, wenn es dann wirklich um Bossgegner geht oder sonst was, oder halt unter Wasser atmen, würde ich eigentlich immer die Elektroblase bevorzugen. So. Da war ein Pfeil, das man nach oben lang gehen sollte. Aber so wirklich nach oben kommen wir hier gar nicht. Zumindest nicht in dem Setting. Jetzt kommt gleich Robotnik in seiner Maschine, die er auch im Endgegnerkampf quasi haben wird. Und jetzt passiert Folgendes. Ich mache mal kurz Pause. Robotnik manipuliert jetzt das Level mittels Terraforming. Ja, Sonic ist schon ganz weit vorne immer mit den Game-Elementen. Und das heißt, es gibt Wege, die bleiben einem nur ganz kurze Zeit erhalten, bis Robotnik sie terraformt und man einen anderen Weg gehen muss. Gucken, ob ich es euch eindrucksvoll irgendwo zeigen kann. Zum Beispiel hier. Hier hätte ich oben durchfetzen können. Mit Super Speed. Kann ich jetzt nicht mehr. Bin jetzt gezwungen, den unteren Weg zu gehen. Und ja, schön, dass ich es euch so zeigen konnte. Na, ich will hier hoch, verdammt. Das muss doch gehen. Nee, es ist einfach nicht zu fassen. Nee, was soll's. Oh, doch, hiermit könnte ich nochmal hoch. Aber der ist auf dem Boden verankert. Konnte aber schnell noch abspringen. Rot, das müsste wieder das Casino sein. Ist es aber nicht. Entweder war es ein anderes Rot. Oder die Größe der Sterne war anders. Oder sonst was, auf jeden Fall. Oder stimmt einfach nicht, was ich gesagt habe. Also ich dachte immer, man kann die Art des Spiels daran erkennen. Aber vielleicht ist dem ja gar nicht so. Vielleicht sind die einfach genauso random, wie die Spiele random sind. Und jetzt habe ich nochmal die Elektroblase gekriegt. Sehr gut, dass ich nicht irgendeinen anderen Scheiß gekriegt habe. Hier ist aber fast überall nur Luft drin. Die Luft ist quasi eine Niete. So, auf den höheren Ebenen hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ist es wahrscheinlicher, dass das Leben drin sind. So, das wäre eine Feuerblase, die wollen wir nicht. Da ist ein Zehner. Den habe ich nicht mal gekriegt, schade drum. Und hier ist ein Leben. Aber das kriegen wir wohl nicht mehr. Also raus aus dem Game. Puh, so, wir konnten uns hier nach oben retten, obwohl wir eigentlich nach unten hätten gehen müssen. Okay, hier gibt es aber auch nichts weiter leider, außer dieser Flugscheibe, mit der wir hier das Ding wieder kaputt kriegen. Wobei ich könnte den ganzen Weg wieder nach oben fliegen. Das klingt gar nicht verkehrt. Ich meine, war da noch irgendwo was? Na komm schon, Sonic. Ups. Ich weiß gar nicht, ob man sich selbst zerquetschen kann, aber ich möchte es nicht ausprobieren unbedingt. Ah, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Nirgendwo ist irgendwas. Aber vielleicht kommen wir jetzt nach oben rechts. Ganzen Weg wieder schön zurück. Oh, hier, das sieht doch. Ah. Doch, doch. Ich kann sagen, das sieht doch nichtssagend aus, aber sieht doch sagend aus. Sogar zwei Leben. Aber schon wieder kein Chaosring. Schade, schade. Das können wir natürlich ja auch nicht weiter. Ach doch, jetzt bin ich da, wo ich vorhin hinkommen wollte. Na, das ist doch okay. So, dann runter hier. Oh, gleich kommt noch ein Chaosring. Den kenne ich mal auswendig. Das ist schon mal gut. Vorsichtig, vorsichtig. Na gut, gleich ist relativ. Auf jeden Fall kommt der in so einer Höhle, in der wir uns gerade befinden. Doch, da müsste da unten, glaube ich, kommen. Genau. So. Da ist er. Schauen wir mal. Gut, hier waren wir schon mal. Hoffentlich diesmal mit mehr Glück. Problem ist halt wirklich, dass es hier so verdammt ewig viele blaue Sphären gibt.
ein bisschen mehr konzentrieren, denn wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, wie viele Chancen wir denn haben, noch an die Emeralds zu kommen. Also am besten jetzt nicht jeder nutzen und dann ist doch okay. So, ich glaube, hier war der Schluss dann das Problem. Der hier. Ich habe schon wieder das ziemlich falsch gemacht, aber was soll's. Verdammt. Ach, Scheiße! Ja, genau dieses Ding war das Problem. Kacke! Oh, ich ärgere mich extrem gerade. Extrem, extrem, extrem. Zweimal auf den gleichen Scheiß reinzufallen. Ich weiß genau, dass ich da hätte mehr aufpassen müssen. Ich meine mal, das Problem ist, ich wüsste jetzt nicht mal aus dem Kopf, wie ich es am geschicktesten hätte lösen können. Einfach einen klaren Kopf behalten und sich nicht so ablenken lassen von dem ganzen Kack. Und dann wäre das schon irgendwie gegangen. Ah, fuck. Oh, naja, nicht viel verloren. Ah, ist das ärgerlich. Gut, was soll's. Ich hab ja gesagt, hier ist es... Naja, was heißt nicht wichtig, aber... Ich werde hier nicht irgendwie jetzt ein Save State anfangen oder sonst was, nur um euch Super Sonic zu zeigen in diesem Teil. Den konnte ich eigentlich gerade so im zweiten noch schaffen. Und damit habe ich meine Pflicht quasi erfüllt. Würde euch allerdings sehr gerne Hyper Sonic zeigen. Doch die Chance, das zu schaffen, ist noch um einiges geringer. So, ich springe hier einfach mal Leap of Faith technisch, aber da war nichts. Ich glaube, es ist auch so ein Sprung, den ich auch fast jedes Mal mache. Man weiß ja nie. Ja, wie gesagt, Hyper Sonic kriegt man, wenn man quasi im Sonic 3 Teil des Spiels Super Sonic kriegt. Also alle 7 Chaos Emeralds kriegt. Das kriegen wir vielleicht noch mit ein bisschen Glück gerade so hin. Und Hyper Sonic kriegt man dann, wenn man das gleiche im Sonic und Knuckles Teil des Spiels schafft. Ja. Da aber diese Chaos-Ringe sehr gut versteckt sind und ich die eigentlich bisher immer nur mit, ja, ich möchte nicht sagen Walkthroughs, denn das sind keine Walkthroughs in dem Sinne, sondern eher Karten der einzelnen Zonen finden konnte, wird mir das wahrscheinlich dann nicht so gut gelingen. Es könnte allerdings sein, dass ich bei den zwei, drei Mal durchspielen, die ich hatte und wo ich mir wirklich die Karten angeschaut habe, um halt an alle Ringe zu kommen, mir genug merken konnte, um das hier einfach mal so aus dem Kopf zu wiederholen. Allerdings ist das ja, ein, zwei Jährchen her und recht unwahrscheinlich. Ah. Schön alles reinlaufen. So, hier ist auch nichts versteckt. Können wir die auch runterholen. So, wenn es hier weitergeht, dann gehen wir hier einfach mal zurück. Oh, das wird schwierig. Mal gucken, ob ich zerquetscht werde. Ja, fast. Ah, ich glaube auch für nichts weiter. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, diesen coolen Sprung. Und dann war dahinter nichts. Huh, ja, tatsächlich. Könnt nochmal das hier versuchen? Ja, nichts. Tatsächlich nichts. Solche Sachen merkt man sich zwar, aber man hat immer wieder das Gefühl, da könnte aber doch diesmal doch was sein. Weil sich halt alles so stark ähnelt hier. In diesen Sonic-Spielen, so hier hinter ist auch nichts. Denkt man immer, ach, das was du meinst, ist bestimmt ganz woanders und dann ärgerst du dich wieder, weil du es nicht probiert hast und dann probiert man es und dann ärgert man sich, weil man es probiert hat. So, jetzt gehen wir hier runter. Dodgen hier den ganzen bösen Viechzeugs, um einen Ring zu finden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach, der Scheiß.
Ach, kriegt jetzt schon Zuckung. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. So, solche Sachen gleich am Anfang eliminieren, das ist immer was Schönes. Denn die werden später halt schwieriger mit dem Speed, der dann drauf ist auf dem Game. So. Manchmal dieses zu Ringe machen, habe ja gesagt, man muss es nicht unbedingt. Es ist optional. Aber im Grunde ist es schon besser, wenn man es macht. Denn, ja, umso weniger rote Blasen sind dann existent, die einem den Tag verhageln können. Aber das Problem ist, dass ich jetzt gerade nicht finde, wo ich weiterkomme. Ups. Versuchen wir es einfach mal hier. Sehr gute Entscheidung gewesen. So. Ein bisschen Glück habe ich es denn hier schon. Müsste ich sogar. Müssten 9 sein. Ah, sehr gut. Puh, ein weiterer. One to rule them all. Der graue ist nämlich laut meinem Sonic Travia in meinem Kopf der Chaos Emerald, der alle anderen Chaos Emeralds beherrscht quasi. Der Controller.